Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident, war dieses Wochenende erneut in Gera zu Gast. Bereits 2007 hatte er die Bundesgartenschau in Gera und Ronneburg feierlich eröffnet. Auch der Uranabbau und die Wismutbergleute hinterließen damals einen nachhaltigen Eindruck bei ihm. Wir haben sehr gute Erinnerungen an Thüringen und deshalb sind wir auch jetzt sehr gerne wiedergekommen. Im feierlichen Rahmen trug sich Horst Köhler im Rathaussaal das Goldene Buch der Stadt Gera ein. Ein Zeichen der Anerkennung für sein weltweites Engagement und seinen Einsatz für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Oberbürgermeister Kurt Dannenberg würdigte Köhler als Vorbild für den Dienst an der Gemeinschaft. Eine Kraft zum Guten in der Welt sein kann, sind auch heute von Bedeutung. Und deshalb schätze ich es auch so ungemein, dass Sie zu uns gekommen sind, weil diese Stadt braucht Menschen wie Sie, die hierher schauen, sich hierher bewegen und sich dieser Stadt annehmen. Ihre Rückkehr zu den Wurzeln, Ihrem Engagement in verschiedenen internationalen Organisationen, Ihr Beitrag zu Politik und Gesellschaft machen Sie für uns, für unsere Stadt, für die Bürger dieser Stadt, für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu einem herausragenden Beispiel für den Dienst an der Gemeinschaft, für die Menschheit. Köhler betonte, dass ihn die Begegnungen vor Ort tief beeindruckt haben und zeigte sich zuversichtlich, dass Gera mit engagiertem Bürgergeist eine gute Zukunft haben wird. Die alte Residenzstadt Gera zeigt sich heute als smarte Stadt. Innovativ, technologieorientiert und nachhaltig. Mich haben die Begegnungen mit Menschen, die sich hier vor Ort ein soziales Miteinander einsetzen, sehr beeindruckt. Ich bin zuversichtlich, dass Gera mit solch engagiertem Bürgergeist eine gute Zukunft haben wird. Horst Köhler. Dankeschön. Köhler lobte Gera als innovative und zukunftsfähige Stadt und unterstrich den wertvollen Bürgergeist vor Ort. Damit reiht sich Köhler in die Liste bedeutender Persönlichkeiten ein, die bereits im Goldenen Buch verewigt sind.